Willkommen zurück zu Still Live. Ja, werte Freunde, wir sind hier gerade in einer etwas unsauberen Wohnung, haben einen Typ befragt, der scheinbar, naja, ich denke mal nicht der Verdächtige ist, aber er kann uns eventuell weiterhelfen. Er ist gerade weg, sein Buch holen. Und während er das macht, schauen wir uns hier ein bisschen um, ne? Wegen Fingerabdrücke und so. Die Zeitschrift zum Beispiel. Ich will keine Samenprobe, sondern Fingerabdrücke. Der war gut. Ja. Alles klar. So, da haben wir garantiert Fingerabdrücke. Oh, na also, da hätten wir ja genau das Richtige. Können wir uns noch weiter? Hier. Nee. Vielen Dank. Schaue ich mir auf jeden Fall an. Ihre Meinung würde mich brennend interessieren. Kein Problem. Sie haben nicht vor, das Land zu verlassen. Nein. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Ich melde mich wieder. Okay, da haben wir ja alles, was wir wollen. Ich meine, es war schon ein krasser Zufall, dass er über die Sache schreibt, wo unser Opa rumgerannt ist, ne? Können wir das jetzt wirklich lesen? Collas Doktorarbeit. Ohne Reue, ungelöste Serienmorde. Eine Untersuchung der Serienmorde 1931 in Chicago und ihr Bezug auf die Morde des Perlovka Rippers 1929 in Prag, Tschechische Republik. Von Vaclav Collar, eine Forschungsarbeit eingereicht für das Magisteratium in Kriminologie genehmigt. 6 Semesterpunkte Fakultät für Psychologie, Universität von Chicago, Februar 2004. Ich versuche die Fallberichte für den Prager Perlovka Ripper Morden aus dem Jahre 1929, Tschechische Republik, und die Serienmorde in Chicago aus dem Jahr 1931 zu untersuchen, um Gemeinsamkeiten in der Methodik und eine Signatur zu finden, die zeigen, dass beide Mordserien auf die gleichen Personen zurückzuführen sind. Durch die Untersuchung der Umstände der Morde, einschließlich Polizeiaktenberichte, der Leichenbeschauer und Sekundärdokumenten, einschließlich Zeitungsartikel, die in Anbetracht der sensationellen Natur der Morde ungewöhnlich dünn gesät waren, und den Aufzeichnungen von Jiří Skalník, dem leitenden Ermittler des Falles in Prag, durch die kurzen Einblicke in FBI-Archive, denke ich, den Mörder gefunden zu haben. Gustav McPherson, Privatdetektiv und amerikanischer Exilant, war zum Zeitpunkt der Morde in Prag. Er war im Jahre 1931 während der Morde auch in Chicago. Weitere Nachforschungen bezüglich Mr. McPherson brachten zutage, dass er im Winter 1922 aus New York floh. Es gab Vorwürfe seitens der dortigen Polizei, dass er möglicherweise für einen ungelösten Mord verantwortlich war, in den ein ehemaliger Klient verwickelt war. Als er in Paris lebte, arbeitete McPherson offenbar als Maler, bis er im Herbst 1925 in die White-Affäre hineingezogen wurde. Die Ermittlungen eines Doppelmordes im Hotel Orphée. Ja. Interessanterweise kannte McPherson eines der Opfer namens Faye Johnson unter dem Pseudonym Ruby White registriert, und zwar eventuell aufgrund der Ermittlungen, die ihn zum Verlassen von New York. Ja. Mensch, das hat Ende. Egal. Er ging nach Prag, wo er von der Malerei abließ, um wieder als Privatdetektiv zu arbeiten. Nach dem letzten der Prager Morde, dessen Opfer eine Prostituierte namens Ida Skalikova war. Mensch, das spoilert ja richtig, wenn wir in der Vergangenheit wieder spielen, aber egal. Deren Dienste McPherson bekanntermaßen in Anspruch genommen hatte, floh McPherson erneut und war somit der Polizei, die einen Haftbefehl für ihn erließ, einen Schritt voraus. Nach seiner Abreise hörten die Prager Morde zwar auf, sollten sich aber in Chicago fortsetzen, wo McPherson 1931 auftauchte. Dort gab es 3 weitere Morde zu verzeichnen. McPherson nahm danach wieder seine Karriere als Privatdetektiv auf und schien nie dieser Morde verdächtigt worden zu sein. Wenn mein Vorschlag angenommen wird, möchte ich einen überzeugenden Fall präsentieren, in dem dargelegt wird, dass McPherson sowohl der Perlovka Ripper als auch der verantwortlich für die Chicago-Morde ist. Außerdem möchte ich gerne ein psychologisches Profil von McPherson erstellen, um besser verstehen zu können, was ihn für solch fürchterlichen Verbrechen antrieb und warum.
er dann offenbar mit den Mordtaten aufhörte, was nach aktuellen Theorien untypisch ist. Ja, ist doch einfach. Ich meine, klar, das ist eine Theorie. Die andere Theorie ist einfach, dass McPherson dem wirklichen Killer nachgereist ist und ihn dann vielleicht überwältigt hat und deswegen hat es aufgehört. Das wäre zumindest, ja, meine Theorie, weil ich glaube nicht, dass unser Gus in die Morde verwickelt ist, auch wenn er ein bisschen strange ist mit seinen Visionen oder Hallus oder was auch immer das sein soll. Ja Mensch, das ist ja alles ein krasser Zufall, dass der gerade über deinen Opa schreibt, oder Victoria? Victoria, sagst du gar nichts dazu? Oh Mann. Vorerst brauche ich nicht mit ihm zu reden. Na gut, sie guckt sich halt erst später an. Ich habe es wahrscheinlich schon ein bisschen vorne weggegriffen. Okay. Ansonsten gibt's hier wahrscheinlich nichts zu tun. Ich denke, wir gehen dann am besten in die... Ja, ins Büro zurück. Sagen Miller, dass sich da nichts ergeben hat. Oh. Hallo? Ich bin's. Was gibt's? Nicht viel. Wollte dir nur sagen, dass ich mal bei der Mitbewohnerin von Opfer 5 vorbeischaue. Vielleicht kann sie uns mehr über Vaclav und das andere Mädchen auf dem Foto sagen. Nicht mehr nötig. Ich weiß, wer sie ist. Vaclavs Nachbarin. Bin gerade mit dem Verhör fertig. Und wie lief's? Der ist unschuldig. Hat doch überhaupt nicht das nötige Profil. Aber ich habe eine Kleinigkeit mit Abdrücken drauf mitgehen lassen und geb's Claire, damit sie's vergleicht. Gar nicht so dumm. Aber was würde es uns schon nützen? Das können wir eh nicht gegen ihn verwenden. Ja, ich weiß. Und falls du was von der Mitbewohnerin erfährst, rufst du an, okay? Klar. Tschüss. Ciao. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Da fällt mir gerade ein, die Nachbarin. Können wir mit der vielleicht noch quatschen? Oder? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann gehen wir. Ja, dann hat sich ja durch das Telefonat eigentlich unser Besuch im Büro erledigt. Ich würde Victoria wirklich empfehlen, dass sie die Doktorarbeit mal liest. Das wird sie wahrscheinlich brennend interessieren, dass da ihr Opa verdächtigt wurde. Aber na gut, das wird sie schon noch machen. Vielleicht können wir jetzt nach Hause? Mir kommt es uns nicht in den Sinn, was wir jetzt noch machen sollten im Büro. Ich meine, obwohl doch die Fingerabdrücke abgeben an Claire. Okay, das könnten wir noch probieren. Ich meine, wir wollten eigentlich ja mit Claire noch über ihre Tochter reden. Aber dann kam ja dieser kleine Zwischenvorfall. Vielleicht können wir das ja jetzt machen, weil es ein bisschen ruhiger ist. Mal gucken. So, Dele. Wieso muss ich das eigentlich Claire geben? Ich meine, die ist doch nur da unten an den Leichen beschäftigt. Die macht doch nichts mit Fingerabdrücken. Na, egal. Sie ist halt das Mädchen für alles. So, Claire, da bin ich mal wieder. Zum dritten Mal heute. Ah ja. Die Faust sagt mir, gib ihr das. Hi, Claire. Hallo. Es wird mich zwar wundern, aber könntest du mal prüfen, ob die partiellen Abdrücke an Opfer 4 und 5 mit denen auf der Flasche übereinstimmen? Nur so aus Neugier. Kleine Mädchen sollen doch nicht neugierig sein. Bin ja auch kein kleines Mädchen mehr. Genug rumgealbert. Vielleicht könntest du die Abdrücke selbst nehmen und dann vergleichen wir sie per Computer. Klar doch. Wo finde ich das Zeug noch gleich? Das Puder liegt oben auf meinem Schreibtisch neben dem Plastifizierer. Da liegen auch Pinsel und Klebeband. Bring mir den Abdruck, dann besorge ich den Rest hier unten. Okay, bin gleich wieder da. Jetzt muss ich das auch noch machen. Na toll. Gut, probieren wir es. Also ab nach oben das Zeug holen und dann mal schauen, wie es funktioniert. Ich habe keine Ahnung mehr. So, auf. Ab in die 8. Schade, dass wir die anderen Stockwerke nicht anschauen können. Aber gut, man muss es ja nicht übertreiben, ne? So. Oh, Miller ist zu Hause. Krass, ich bin ganz alleine hier. Wahnsinn. So, das Zeug war, glaube ich, hier. Da war doch so Zeug. Die Flasche, ja. Puder? Warte mal, was kann ich denn alles machen, bevor ich hier falsch kann ich... Ah, nee, ist schon gut. Ich bin noch gar nicht fertig. Flasche, komm nochmal zurück. Flasche. Jetzt habe ich die Flasche weggemacht. Kann ich nochmal... Das sieht ja so...
Genau, okay, gut. Also Puder, was ist das? Ein Plastifizierer. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Beruhig dich. Jetzt wahrscheinlich noch nicht. Da ist der Pinsel. Pinsel da reindunken. Da reintupfeln. Wunderschön. So, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ach ja, drehen. Hier noch ein bisschen, oder was? Nein, komm nochmal her. Wir machen nochmal. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Ja, okay. Leg den Pinsel hin. Was ist das? Ja, genau, das brauchen wir. Da. Das kann ich hier nicht verwenden. Warum? Was kann ich damit? Nein, probier nochmal. Kannst du damit nicht? Das kann ich hier nicht verwenden. Okay, dann leg das Blatt weg. Was kann ich noch machen? Das war's eigentlich. Da geht ja noch nicht. Oder kann ich damit irgendwas machen? Ein Plastifizierer. Okay, nee. Ich habe keine Ahnung jetzt gerade. Ich kann nicht nur den Pinsel. Ja, was kannst du noch verwenden? Was willst du denn von mir? Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Jetzt vielleicht. Ich kann nicht nur den Pinsel. Nee, auch nicht. Wir haben ja jetzt genug Abdrücke hier. Ich kann nicht nur den... Ja. Okay. Was willst du machen? Da habe ich ein tolles Blatt. Und weiter? Das kann ich hier nicht verwenden. Ja. Was bringen denn die Blätter? Ich kann ja nicht beides auf einem. Ich kann ja weder Pinsel noch... Verwirrt. Das kann ich hier nicht verwenden. Nee, geht auch nicht. Okay. Würde ja auch keinen Sinn machen. Da kann ich auch nichts drücken oder so. Da, das. Ja, ich bin nicht fertig. Reicht das so, wie ich es gemacht habe? Ich glaube ja nicht. Was ist denn das? Ein Papierschneider. Ach so, ja, okay. Jetzt habe ich also mit sichtbaren Fingerabdrücken. Aber das reicht ja noch nicht. Ich soll ja so einen Abdruck machen. Ich muss doch jetzt irgendwie das Papier... Wie soll das funktionieren? So, warum kann ich nicht mehr drehen? Die Flasche. Jetzt habe ich sie kaputt gemacht, glaube ich. Jetzt ist es vorbei. Auf jeden Fall hat sie hier keine Fingerabdrücke. Das könnten wir doch ändern. So. Okay. Jetzt hat sie wieder... wunderschöne Abdrücke hier. Ich kann nicht nur den Pinsel verwenden. Och, ist doch gut, Mädel. Ich kann nicht nur den Pinsel. Aber sie will es nur einmal machen, definitiv. Das kann ich hier nicht verwenden. Oder muss es an einer bestimmten Stelle sein? Muss ich... Ja, ich muss vielleicht genau auf den Fingerabdruck. Da zum... Na, natürlich, okay. Das sollte gute Abdrücke geben. Oh, das hat jetzt wieder gedauert, ey. Ich hab den Fingerabdruck suchen müssen. Oh, Mann. Warum muss ich aus Kleinigkeiten ein Rätsel machen, das gar kein Rätsel ist? Ich weiß es nicht. Aber gut. Wir haben den Abdruck. Ich hoffe, mehr erwartet Claire nicht. So. Mal gucken, was er spricht. Claire, ich hab da was. Aber das ist eh unnötige Arbeit, der Typ ist es nicht. Ich bin mit den Abdrücken fertig. Ich hab die Ergebnisse gleich. Wo willst du jetzt hin? Zurück zu meinem Vater. Die Lektüre wartet. Okay, ich ruf dich an, falls ich was finde. Ja, tu das. Die Lektüre wartet. Was ist mit Schlafen? Also man kann es auch übertreiben mit, mit der Arbeitsengagement, also. Na gut, aber schaut sie euch mal an. Sie scheint generell wenig zu schlafen. Rennt irgendwie sehr blasser Hauttyp. Und, ich weiß nicht. Irgendwie sieht sie gar nicht so gesund aus. Ich glaube, sie schläft generell sehr wenig. Wie dem auch sei. Muss sie wissen? Ich meine, ich bin ja auch eine Nachteule im Grunde. Aber
Den Schlaf den Gerechten sollte man schon irgendwann heimsuchen. Aber gut, wenn sie sich schlafen legen würde, dann wäre es ja auch irgendwie langweilig. Komm, lese mal wieder ein bisschen in Opas Geschichten, ob da was dran ist. Jetzt erstmal nach Hause, wieder die Schüchen anziehen. Oh, hoffentlich müssen wir jetzt nicht backen. Ich habe so Angst vor dem Backrätsel. Na, mein Engel? Hallo, Papa. Ist auch noch wach. Und wann backst du nun die Plätzchen? Oh Mann, hab ich total vergessen. Mach ich jetzt gleich. Na, wenn du jetzt keine Zeit hast, ist auch nicht schlimm. Doch, doch, Papa, versprochen ist versprochen. Nein! Keine Ahnung, jetzt muss ich nachts um 3, 3:30 Plätzchen backen. Jetzt kommt das Horrorrätsel. Oh Gott. Wie viel Zeit haben wir? Na gut, ich werd's anfangen. Ich sag's jetzt schon, ich werde das Rätsel anfangen, ich werde verzweifeln, dann werde ich offline rumprobieren, dann zeige ich euch den Rest im nächsten Part. So oder so ähnlich wird's ablaufen. Oder ich hab Glück und kraft das alles sofort. Wir werden sehen. Also. Da ist der Tisch des Todes, ich sag's euch. Lebkuchenmann. Eine Tasse Liebe. Eine halbe Tasse Großzügigkeit. 2 Tassen Engagement. Eine Tasse Süße, eine halbe Tasse Integrität, ein Esslöffel Romantik, ein Teelöffel Sinnlichkeit, ein gesunder Menschenverstand. Ja. Wir müssen die Sachen jetzt natürlich zuordnen. Und das ist gar nicht so einfach. Verwenden Sie Großzügigkeit, Süße und Liebe in eine Schüssel, um Ihren Mann ein goldenes Herz zu geben. Um ihm Hingabe zu verleihen, vermischen Sie einfach Engagement, Sinnlichkeit und Romantik. Vermengen Sie die Hingabe mit einem goldenen Herzen. Fügen Sie zum Schluss Intelligenz, eine Mischung von gesundem Menschenverstand und Integrität hinzu. Und verschlagen Sie alles, um Ihren perfekten Mann zu erhalten. Geben Sie ihm eine Form und stellen Sie dies in den Ofen, nicht überhitzen. Wer zum Teufel schreibt so ein bekacktes Rezept? Wahrscheinlich Großmutter oder was weiß ich, wo sie es her hat. Ist doch furchtbar. Und außerdem schmecken mir Lebkuchenmänner nicht. Aber okay. Ja, wir müssen erstmal gucken, was wir alles haben. Ich denke, ich werde mir am besten mal wieder Notizen machen. Ansonsten muss ich ja immer zwischen Rezept und Zutaten hin und her switchen. Das würde ja auch nerven. Natürlich, die Mengenangabe, die lässt vielleicht auch ein bisschen darauf zurückzuführen, um welche Zutat es sich nun handelt. Wobei es ja leider viele Tassenmengen und Esslöffel, Teelöffelmengen gibt. Und da macht es die Sache dann natürlich schon wieder schwieriger. Eine Tasse. Ja, ich muss mir das jetzt, ich muss das, damit ich es ein bisschen verinnerliche und überhaupt hinkriege, weil nachgucken ist nicht, muss ich das alles aufschreiben. Einen halben Tasse Großzügigkeit. Und wir müssen das Ganze natürlich auch ein bisschen logisch, hoffe ich, angehen. Wie man halt wirklich so einen Lebkuchenmann backt. Das ist natürlich vom Vorteil, wenn man sowas in der Art schon mal gemacht hat. Ich bin jetzt nicht so der Backtyp. Ich bin zwar ein unglaublich großer ja, Hobbykoch, kann man sagen. Aber Backen ist gar nicht so meins. Ach. Engagement. Eine Tasse Süßes. So, und jetzt kommen eine halbe Tasse Integrität. Ein Esslöffel Romantik. Ein Teelöffel Sinnlichkeit. Und ein gesunder Menschenverstand, das ist natürlich eine super Angabe. Ja. Aber gut. Menschenverstand. So, und jetzt will ich gerade noch schnell die Kombination reinschreiben. Also, Großzügigkeit plus Süße plus Liebe ist der erste Schritt. Dann kommt Hingabe zu verleihen, vermischen Sie einfach Engagement. Sinnlichkeit. Romantik.
So, und dann kommt, vermengen Sie die Hingabe mit einem goldenen Herzen. Goldenem Herzen? Nee, das ist Schwachsinn. Fügen Sie zum Schluss Intelligenz und Menschenverstand und Integrität. Intelligenz. Menschenverstand. Und Integrät. So. Da haben wir jetzt die neuen Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment, wieso habe ich jetzt hier 9 Sachen aufgeschrieben? Und ich habe nur 8 Zutaten. 3, 4, 5. Moment. Großzügigkeit, Liebe, das. Ist da etwas doppelt? Nee, eigentlich nicht. Ja, da fängt's schon an. Jetzt habe ich mich durchs Aufschreiben. Das ist doch verwirrend. Wieso soll ich 9 Sachen vermischen, wenn ich nur 8 Zutaten habe? Vermischen Sie Großzügigkeit, Süße und Liebe? Das sind 3, ja. Die stehen auch da oben. Oder? Große, Süße, Liebe. Dann vermischen Sie einfach Engagement, Sinnlichkeit, Romantik. Engagement, Sinnlichkeit, Romantik. Und zum Schluss Intelligenz, eine Mischung von gesundem Menschenverstand und Integrität. Intelligenz? Wo ist denn... Moment, wo ist denn Intelligenz? Da steht gar nichts von Intelligenz in der Zutatenliste. Und fügen Sie zum Schluss Intelligenz? Steht da gar nicht drin. Okay. Was auch immer mit... Gut. Egal. Day. Okay, cool bleiben. Also, ja, backen. Was heißt das? Wegschmeißen? Keine Ahnung. Ich würde es jetzt am liebsten schon wegschmeißen. Was haben wir denn alles? Darf ich mir mal angucken? Sie sagt nicht mal was. Hallo. Sag mir doch, was das für Zeug ist. Was machst du denn, Victoria? Ich will doch nur... Ja, das hat's jetzt gebracht. So, da ist mein Teelöffel und mein Esslöffel. Das habe ich schon mal erkannt. So, hier kann ich Zeug rein... machen, ist klar. Eier. Tja, okay, ich habe schon mal Eier. Schön. Ich werde es auf die andere Seite schreiben, was ich habe. Ich habe Eier. Ah, da steht's ja auch. Wie habe ich denn eben... Ah, ich muss nur lange warten und dann kriege ich Infos. Ah ja, okay. Brauner Zucker. So. Kriege ich Infos, wenn ich Rechtsklick mache über den braunen Zucker? Nein, dann geht's einfach ins blöde Inventar, okay. Mehl. So, was haben wir hier? Butter. Dann haben wir hier... Milch, natürlich. Melasse. Was ist denn das? Egal. Wir haben es einfach. Zimt? Ich mag keinen Zimt. Ich mag diesen Geschmack von Zimt einfach nicht. Ingwer? Und, ja, das war's wohl. Wir haben 2, 3, 4, 5, 8 Zutaten, ja, klar. Und die zu... Ich weiß zwar nicht gut, das mit der Intelligenz, das werden wir einfach mal streichen da unten. So, und jetzt müssen wir das irgendwie miteinander... Ja, kapieren. Es sollte klar sein, dass wir von den beiden Dingern nur S und... also hier brauchen wir wahrscheinlich nur eine ganz kleine Menge. Hiervon denke ich auch. Das Ganze muss man natürlich auch ein bisschen logisch angehen. Jetzt ist die Frage, Ingwer, also wir haben beim Esslöffel und beim Teelöffel haben wir Romantik und Sinnlichkeit. Zimt, Romantik, wer weiß. Das kann man jetzt nur spekulieren, das ist, naja, Ingwer, Ingwer, Sinnlichkeit, ich schreib mal. Ich würde mal sagen, hier eventuell Ingwer. Beim Teelöffel.
Und hier Zimt. Könnte natürlich auch genau andersrum sein. Zimt die Romantik. Haben wir noch eine kleine Angabe. Ein gesunder Menschenverstand. Könnte sowas heißen wie, ja, so ein Spritzer halt davon. Könnte es sein. Weil definitiv brauchen wir von Milch und Zucker eine Menge und von Mehl. Da kommen das mit den Tassen. Ja, wir haben ja 4 verschiedene Tassenangabe. Ich frag mich nur gerade. Eier. Ja gut, kann man auch in Tassen. Na, okay. Ist ja wahrscheinlich auch eine Tassenangabe. Oh je. Also gut, halten wir es nochmal fest. Gesunder Menschenverstand ist ein Spritzer davon, von dieser Melasse. So, ich schreibe das auch noch auf. Gut, jetzt haben wir noch eine Tasse Liebe, eine halbe Tasse Großzügigkeit, 2 Tassen Engagement, 1 Tasse Süße. Eine Tasse Süße, ich hoffe doch mal, das wird der braune Zucker sein, ey. Brauner Zucker. So. Großzügigkeit. Liebe. Großzügigkeit. Liebe, Engagement, Integrität. Ja, ihr merkt bestimmt, warum ich dieses Rätsel nicht mag. Es ist einerseits schon schwer, das Ganze zuzuordnen. Und dann müssen wir ja auch noch das Rezept an sich befolgen und dann backen und rummischen und was weiß ich nicht alles. Das wird ein Akt, den wir im nächsten Part gnadenlos durchziehen. Ja, in diesem Sinne, freut euch aufs große Backen. Bei Still Life.